Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 3. September 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Ist es nicht merkwürdig, dass es viele Menschen gibt, die eine festgefahrene Meinung haben über die Astrologie, ohne dass sie selber Kenntnisse derselben haben? Nicht, das wäre ungefähr das Gleiche, als wenn wir eine spezielle Meinung hätten über Quantenphysik, haben wir aber nicht, weil wir uns damit nicht auskennen in der Regel. Komisch, dass es mit der Astrologie so ist. Ich kann immer nur empfehlen, und das passt auch zum heutigen Mond im Schützen, dass wir, bevor wir uns eine Meinung bilden, bevor wir uns in Vorurteile stürzen, dass wir eine Erfahrung machen, dass wir die Dinge erfahren. Erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass manche Kinder manches Essen nicht mögen, weil es für sie nicht gut aussieht und die Eltern dann sagen, probier doch mal, damit du einen eigenen Eindruck hast. Und so ist es auch, wenn wir irgendwie uns mit bestimmten Dingen beschäftigen, müssen wir auch davon probieren, sonst ist es nur Hörensagen oder Vorurteile. Und da gilt es halt aufzupassen, und das ist ein bisschen auch die Tendenz des heutigen Tages mit dem Mond im Schützen, dass wir weltanschaulich offen sind, dass wir uns nicht beirren lassen in dem Weg, der für uns Wahrheit bedeutet, sondern dass wir diesen konsequent weitergehen, auch wenn es immer wieder Menschen oder Gelegenheiten geben wird, die uns von diesem Weg abhalten wollen. Grundsätzlich kann man sagen, mit dem Mond im Schützen ist das Interesse an Erkenntnissen, an Synthese, an Integration sehr groß, stößt hier natürlich, wie ich gestern schon sagte, auf die etwas nüchterne Sonne der Jungfrau, die das dann für sich abmessen muss, ob das auch praktische Relevanz hat. Also die Philosophie wird dann von der Sonne der Jungfrau gerne mal in die Freizeit hin versetzt, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns davon nicht beirren lassen, sondern sollten in uns nach Größe, nach Fülle, nach Sinnhaftigkeit suchen. Dieser Mond wird heute Nacht um kurz nach Mitternacht in den Steinbock wechseln. Dann haben wir morgen am Donnerstag Sonne im Erdzeichen Jungfrau und Mond im Erdzeichen Steinbock. Das wird dann ein etwas nüchternerer Tag. Das heißt, wenn es bestimmte Dinge gibt, die wir organisieren müssen, die wir erledigen müssen, vielleicht auch unangenehme Tätigkeiten wie Ämter oder solche Dinge, ist dann der morgige Tag für sowas sehr, sehr gut geeignet. Heute ist hier noch mehr Freiraum drin. Grundsätzlich, das hatte ich ja auch erwähnt, wechselt die Venus am Freitagabend das vom Löwen in die Jungfrau. Also genießen wir nochmal die letzten Tage mit Venus im Löwen, wo auch das Vergnügen, wo auch das Leben selber, wo die pure Lebensfreude nochmal im Mittelpunkt steht. Aufgrund einiger Nachfragen möchte ich heute auch nochmal sagen, dass dieses Tageshoroskop immer am jeweiligen Tag von mir direkt und live aufgenommen wird. Und ich mich immer in diese Tagesschwingung sozusagen hineinbegebe und deswegen nicht Tageshoroskope im Voraus machen möchte so stark, sondern immer auf die aktuelle Schwingung eingehen möchte, auch wenn das bedeutet, dass das Tageshoroskop manchmal erst am späten Vormittag oder noch später erscheint. Ich bitte da um Verständnis. Wünsche uns allen einen schönen Tag heute. Genießen wir ihn, nutzen wir ihn und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.